und gucken, dann setze mich wieder los. Bobby, wo bist du? Die ist der Bubbel da, wenn man den braucht. Die. Aber habe ich selber schon, weil ich viel zu nachgiebig im Spiel. Ja. Na, was hat er jetzt? Na, wer ist noch seine Mutter? Ich werde sicher mal umgucken, wenn ich mal nicht mehr bin. Ja? Hat er dann noch diese schäbige Luda, dieses garstige Luda, was ihm immer so Flausen in den Schädel setzt, von wegen kürzer treten und so. Ah, bin ich wieder eine Unverschämtheit. Aber was macht denn der bequeme Herr so gemeinsame Sache mit dem Waldstieg? Das ist immer gut. No, was hat die Post gesagt? Ach, man wird alt und vergessen, ich habe die Brille liegen lassen beim Friseur, aber was will man machen? Also das Automobil findet Gott sei Dank den Weg hier allein nach Hause, aber habe ich es auch nicht mal getraut, in frisch geschichtene Garage zu fahren. Aber geht hin. Vielleicht hat sich Bubili ja auch irgendwo seine Brille hier. Wollen wir noch Foto abwarten, dann werden wir es mal suchen. Ne? Also ich habe mit meinem Bubili alles gemeinsam, nicht nur Brille. Ne? Auch wenn ich mir eine Bluse kaufe, kaufe ich ihm gleich eine mit zur Party. Dann muss ich irgendwo die Brille hier sein, die passt mir alle. No, da hinten ist sie ja, no, da haben wir sie ja, das wird schon gehen. Muss man die auch lesen können, wenn man das hier bringt. No, der Fliesenleger, na, das ist ja eine Sache. No, die werde ich euch die Rechnung vom Fliesenleger bezahlen, wo es gerade angekommen? Yay, da werden euch die Augen übergehen. Aber die Leute wissen schon, die alte Mutter macht schon recht, solange sie nur noch kann. Ja, ja, es ist immer dasselbe. Was haben wir denn hier? No, ist hier ein Brief vom Rechtsanwalt? Oh je. Du, was meint der Anwalt mit Ihrer Anfrage nach einer etwaigen Entmündigung? Kann ich leider den Umstellen nicht verstehen. Gib's los, das ist unsere Post. Das geht dich überhaupt nichts an, ja? Na, ist das eine Unverschämtheit? Hat sich mein Bubli niemals nicht Geheimnisse von mir gehabt? Niemals. Hat gesagt, du bist die schönste Frau von der Welt. Und, na, hab ich in meinem Alter immer noch bessere Figur als wie du. Lauf ich auch nicht so rum wie so ein Biskur. Aber das Nettele, das macht's richtig. Das kauft sich wenigstens was von meinem Geld. Und es macht immer so schön sauber, wenn ich komme. Das ist wenigstens richtig. Ach, alles Undank. Na, mal gucken. Bleibt ja noch immer noch Zeit, um zu gehen. Na, was haben wir denn hier? Denkt man immer, steht was in der Zeitung drin, steht dann doch nichts. Ist immer wieder dasselbe. Immer wieder dasselbe. Jeden Tag aufs Neue. Aber was hat mein alter Gott, hab ihn selig immer gesagt? Beziehung ist alles, man braucht seine Zuträger. Ne? Und der ist aber exakt so gekommen. Ne? Unser Zuträger, der immer morgens die Zeitung bringt, erzählt mir immer die neuesten Nachrichten. Da weiß es immer wunderbar. Also erstens ist er in einem Verein, ne? Das ist sowieso schon mal gut. Dann hat er einen Bruder, den kennen Sie bestimmt alle, der bei der Polizei ist und dem er so einen schwunghaften An- und Verkauf betreibt. Ja, der. Ne? Und dem seine Frau, das ist doch die morgens. Also morgens verkauft sie immer beim Bäcker die Brötchen und mittags putzt sie im Schulhaus und abends jobbt sie in der Küche von Kneipe. Den kennen Sie bestimmt. Ne? Also, naja, ist ein kleines Nest, kennt sich doch jeder jeden. Oder mein Nachbar, der Karl. Ne? Der Karl, das ist ein sehr geselliger und unterhaltsamer Mensch. Also wirklich wahr. Ist sich bei Sparkasse und geht sein Weib meiner Seele. Also eine unmögliche Person, halbtags als Arzthelfer. Und hat sich dann auch Tochter, wo lernt gerade bei den Advokaten, ne? Und possiert mit einem, woher ich ein hohes Tier bei der Samtgemeinde sein soll. No. Und die andere Nachbarin, die Müllerchen mit dem schlimmen Bein, die kriegt auch ihre Nachrichten, ja? Immer von einem gewissen Tratschek. Dieser gewisse Tratschek holt sie immer ab zur Rotkreuznachmittag. Der fährt immer mit dem Auto, wie so einer, als ob einer der Leibhaftigen hinter ihm her wäre. Den kennen Sie bestimmt auch. Naja, und wenn man dann nett und freundlich ist zu den Leuten, dann muss man von der Zeit. Ah, ja. Muss man schauen. Na. Ach, kennt's mir einer sagen, was mit der Verena ist? Sie soll ihrem Alten weggelaufen sein. Hab ich mir doch schon vor Monaten hat der schon gewusst, das kann nicht gut gehen. Hatten sie immer das Neueste und die neuesten Fitzen am Arsch und alles vom Feinsten.
zum Zudecken hat. Und so ein Mord, und was heißt das Zeug, dass ihr immer drum streitet? Das kaufe ich immer auf. Videorekorder. Damit das endlich mal nennt, halt hier die Zankerei. Das Kind kann doch nichts dafür. So. Na, und die Verena, die immer hoch die Tassen, immer hoch die Tassen. Und immer mit Freunden. Habe ich meinen Bubble schon vor 20 Jahren gesagt, du brauchst keine Freunde haben, du hast ja mich. Das wird dann sowieso nichts. Aber wer hat schon auf eine alte Frau? Auf eine arme alte Frau? Hört doch keiner. Was hat er gemacht? Ist er gegangen zu der da? Na, also. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es mein Leben nicht. Also ich muss mal nachgucken. Jeschisch, was saust du da wieder die Küche ein? Willst du mal sagen, dass ich dir was kaufen soll? Gibt's alles fertig und du musst alles selber machen und stinkst den ganzen Tag nach Küche. Wird dein Mann doch mal blamiert in Grund und Boden. Oh. Thank you.